Auf dem Taunussteiner Bezirksparteitag der südhessischen SPD ging eine Ära zu Ende. Albert Oswald schied aus dem Amt des Bezirksvorsitzenden von Hessen Süd, in dem er sich 8 Jahre lang behauptet hatte. Die 393 Delegierten aus 22 SPD-Unterbezirken waren aufgerufen, sich in einer Kampfabstimmung für einen Nachfolger zu entscheiden. Zur Auswahl standen der Frankfurter Oberbürgermeister Rudi Arndt und der hessische Sozialminister Dr. Horst Schmidt. Auf den Kandidaten Rudi Arndt entfielen 213 Stimmen. Auf den Kandidaten Horst Schmidt 171 Stimmen. Das Quorum beträgt 197, damit ist Rudi Arndt zum Vorsitzenden gewählt. Schönen Dank, Heinz Lietz. Rudi Arndt, darf ich dich fragen, ob du die Wahl annimmst? Dankeschön, damit ist Rudi Arndt zum Bezirksvorsitzenden gewählt. Ich darf im Namen des Präsidiums und auch namens des Parteitages die Glückwünsche zu seiner Wahl aussprechen und hoffen, dass er als neuer Vorsitzender die Wahl in die Partei in schwieriger gewordenen Zeiten zu den Zielen führt, wie sie vorhin. Wir haben einige Monate lang 4 südhessische SPD-Politiker bei verschiedenen Anlässen mit der Kamera beobachtet. Die Landtagsabgeordnete Dorothee Vorbeck, stellvertretende Vorsitzende des traditionell linken Unterbezirks Frankfurt, die als engagierte Vertreterin von Linksaußenpositionen harte Auseinandersetzungen mit Rudi Arndt hatte. Günter Metzger, Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender des vergleichsweise konservativen Unterbezirks Darmstadt-Land. Als engagierter Vertreter des rechten Flügels in Hessen Süd war er maßgeblich an der Abberufung des Kultusministers von Friedeburg beteiligt und hat sich bis zum Schluss gegen Rudi Arndts Wahl zum neuen Bezirksvorsitzenden gewehrt. Klaus Fritsche, Professor für Politologie, stellvertretender Vorsitzender des städtisch-ländlich gemischten Unterbezirks Wetzlar, seit 1974 Bezirksvorsitzender der Jungsozialisten. Als südhessischer Juso-Chef hat er wesentlich dazu beigetragen, Rudi Arndt und nicht Horst Schmidt als neuen Parteichef von Hessen Süd durchzusetzen. Und schließlich Frankfurts Oberbürgermeister Rudi Arndt, der bundesweit dem linken Flügel und in Südhessen eher der Mitte der SPD zugerechnet wird. Seine Frankfurter Genossen schätzen ihn mitunter sogar als Rechten ein. Unser Bericht beginnt am 27. Oktober 1974 im Frankfurter Römer, wo südhessische SPD-Prominenz die Ergebnisse der hessischen Landtagswahl verfolgt. Der Schock ist groß. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat die SPD in Hessen, das politisch vom 100.000 Mitglieder starken Bezirk Hessen Süd dominiert wird, ihre Mehrheit an die CDU verloren. Glauben Sie, dass es innerhalb der SPD Hessen Süd irgendwann Argumentationen darüber geben wird, dass die Linken mit dazu beigetragen hätten, diesen Wahlausgang so negativ zu gestalten? Es ist denkbar nach den Erfahrungen, die man auch in anderen Bundesländern gemacht hat. Aber ich glaube, dass andererseits die Linke in Hessen Süd einen so wesentlichen Anteil der Partei darstellt, also in keinem Fall eine Minderheit, auf die man dann im Sinne eines Sündenbockes etwas abladen kann, dass es nur darum gehen kann, dass die Partei insgesamt, und das ist dann ganz wesentlich die Linke, die Ursachen diskutiert. Ich glaube, dass man erkennen muss, dass die Jungsozialisten im Gegensatz zu manchem früheren Wahlkampf in diesem Wahlkampf so gut wie keinerlei abweichende Auffassungen innerhalb der Auseinandersetzung vorgetragen haben. Das heißt, innerhalb des Wahlkampfes wird man nicht irgendwie das auf die Jungsozialisten schieben können. Eine ganz andere Frage ist, was in den 3 oder 4 Jahren vorher generell innerhalb eines Landes geschehen ist, ob sich dort die Sozialdemokratische Partei als eine einheitliche Partei dargestellt hat. Sie hat das im Wahlkampf getan, die Frage ist, ob das nicht zu spät war. Ja, ich kann dazu nur Herbert Wehner zitieren. So schön ist keine Partei, dass sie die Jungwähler von alleine ziehen würde. Wer soll denn die Jungwähler ziehen, wenn nicht die Jungsozialisten, sagt Herbert Wehner. Und ich kann mich dem nur anschließen. Im Übrigen finde ich, dass Rudi Arndt die Situation ganz gut dargestellt hat. Wird Hessen Süd nach dieser Wahl der linkeste Parteibezirk der SPD in der Bundesrepublik bleiben? Das kommt darauf an, was man unter links und was man unter halblinks oder linke Mitte versteht. Ich bin sicher, dass der Bezirk Hessen Süd, der sich insbesondere im letzten Jahr auch als der Bezirk der Integration erwiesen hat, seine Rolle in der Partei weiterspielen. Bereits wenige Tage nach der Wahlnacht zeigt sich, dass so viel Übereinstimmung zwischen den Vertretern radikaler Juso-Positionen und Rudi Arndt nicht nur auf den Schock des negativen Wahlausgangs zurückgeht.
Arndt ist mit der Partei Linken ein Bündnis eingegangen, das ihm helfen soll, Albert Oswald aus dem Amt des Bezirksvorsitzenden zu drängen. Noch hofft der Oberbürgermeister, der Ministerpräsident werde ihm das wichtige Parteiamt kampflos überlassen. Ich war der Auffassung, dass die Wahl in Hessen am 27. Oktober eigentlich deutlich gemacht hat, dass gewisse Änderungen innerhalb der Partei erfolgen müssen. Änderungen, die eine Straffung der Organisation bedeuten, die aber auch bedeuten, dass von Seiten des Bezirks eine klare sozialdemokratische Auffassung vertreten wird. Eine Auffassung, die dann nicht möglich ist, wenn der Bezirksvorsitzende gleichzeitig der Chef einer Koalitionsregierung ist und man bei den Erklärungen, die er dann im Namen der Partei abgibt, natürlich automatisch die Rücksicht auf den Koalitionspartner nehmen muss. Der Wiesbadener Regierungschef galt schon seit Jahren als Kompromissvorsitzender im einstigen Rebellenbezirk. Nach der Wahl beschließt die linke Mehrheit, dem von ihr eher geduldeten als unterstützten Parteichef, die Quittung dafür zu präsentieren, dass unter seiner Führung den Parteirechten und dem FDP-Koalitionspartner zu viele Positionen geopfert worden seien. Aber Albert Oswald setzt sich zur Wehr. Man sprach davon, mir eventuell den Ehrenvorsitz anzudienen. Solches lehne ich ab. Ich bleibe aktiver Politiker und werde in der Regierung und in der Partei mit meiner Meinung, die ich immer vertreten habe, mich in Zukunft auch durchsetzen. Oswald setzt vor allem darauf, dass die Personalunion hessischer Ministerpräsident, südhessischer Parteivorsitzender, jahrelang dazu beigetragen hat, politische Konflikte zwischen Nord- und Südhessen zu neutralisieren. Denn nur ein Teil der sozialdemokratischen Vertreter in Kabinett und Landesparlament stammt aus dem Süden des Bundeslandes, der mit dem unruhigen SPD-Bezirk Hessen-Süd identisch ist. Der andere Teil kommt aus dem politisch konservativeren SPD-Bezirk Hessen-Nord. Nordhessen mit nur 40.000 SPD-Mitgliedern musste sich immer schon dagegen wehren, vom 100.000 mitgliederstarken Bezirk Hessen-Süd in der Landespolitik überfahren zu werden. Der politisch mehr zum Nordbezirk tendierende Hessen-Süd-Vorsitzende Oswald galt den nördlichen Genossen als Garant für den politischen Ausgleich zwischen den beiden ungleichen Bezirken. Andererseits erhofft sich die linke Mehrheit im südhessischen Bezirksvorstand unter einem Vorsitzenden Rudi Arndt das Wiederaufleben jener radikalen Reformpolitik, die in früheren Jahren für Hessen-Süd charakteristisch war. Die wichtigsten politischen Entscheidungen, so sagen sie, fallen in der Stadt- und Industrielandschaft der Metropole Frankfurt und des Rhein-Main-Ballungsgebietes, wo die meisten Menschen leben. Da, wo die SPD seit Generationen in unmittelbarer Nachbarschaft der Industriegiganten ihr traditionelles Mitglieder- und Wählerreservoir hatte, aber auch da, wo durch die Konzentration von Handel, Banken und Versicherungen immer neue Verwaltungstürme entstehen, in deren Schatten die SPD zunehmend Wähler und Mitglieder verliert. Hochburgen der südhessischen Sozialdemokratie sind die meisten Dörfer und Kleinstädte südlich von Frankfurt, wo in den tristen, von Ort zu Ort einander sehr ähnlichen Durchgangsstraßen, in ehemaligen Bauernhäusern und Hofreiten schon seit Jahrzehnten Industriearbeiter wohnen. Aber Südhessen, das ist auch die liebliche Landschaft von Vogelsberg, Taunus oder Odenwald. Und hier, wo es wenig Industrie gibt, wo viele Reiche ihre Villen stehen haben, wo die Uhren scheinbar anders gehen als im hektischen Rhein-Main-Ballungszentrum, hier formierte sich immer schon der größte Widerstand gegen die Genossen in der Frankfurter Bezirkszentrale. Im Traisa bei Darmstadt, am Rande des Odenwaldes, lebt Günther Metzger. Er ist einer der prominentesten Widersacher der als zu rebellisch empfundenen Parteilinken aus dem Frankfurter Raum. Politisch eingeschworen auf die gemäßigtere Gangart der Sozialdemokraten in Bonn, Metzger ist einer der Stellvertreter Herbert Wehners im Fraktionsvorstand der SPD, will er verhindern, dass Hessen-Süd unter Rudi Arndt an radikale Traditionen anknüpft, die unter Albert Oswald praktisch in Vergessenheit geraten sind. Metzger auf dem Parteitag seines Unterbezirks Darmstadt-Land zur Kandidatur von Arndt. Und ich habe Zweifel, ob der Genosse Rudi Arndt, der selbst in Frankfurt ja in seinem eigenen Unterbezirk heftig umstritten ist, ob der Genosse Rudi Arndt hierfür der geeignete Mann ist. Darüber muss man diskutieren.
Diskussion und anschließende Abstimmung zielen hier, wie in vielen anderen ländlichen Unterbezirken, eindeutig auf eine Ablehnung des Frankfurter Oberbürgermeisters. Günter Metzger beschwört das Schreckgespenst von zu viel Theoriediskussion herauf. Ich glaube, die letzten Landtagswahlen auch hier in Hessen haben gezeigt, dass die Bevölkerung nicht honoriert, wenn die Partei sich ausschließlich mit Theoriediskussion beschäftigt. Die Partei befand sich in einer Identitätskrise. Aus dieser Krise muss sie wieder herauskommen. Rudi Arndt, wir haben eben das gerade auf dieser Unterbezirkskonferenz gehört, hat in Frankfurt schwere Aufgaben vor sich. Im Grunde genommen ist diese Stadt unregierbar. Ich bin der Meinung, dass er sich ganz auf Frankfurt konzentrieren sollte und zunächst einmal dafür sorgen sollte, dass auch in Frankfurt die Partei wieder auf eine vernünftige Linie gebracht wird. Erst dann kann er nach meiner Auffassung Ansprüche erheben, im Bezirk Hessen-Süd eine integrierende Kraft auszuüben. Und das ist für diesen Bezirk dringend notwendig. Aber es gibt auch ländliche Unterbezirke, die gerade dem in der Partei Linken einflussreichen Rudi Arndt mehr Integrationskraft zutrauen als Albert Oswald und seiner konservativeren Gefolgschaft. Auf dem Wochenmarkt in Wetzlar, wo Bauern aus den umliegenden Gemeinden ihre Produkte verkaufen, der südhessische Bezirksvorsitzende der Jusos, Klaus Fritsche. Er lebt selbst in einem Dorf, kennt die Probleme der Landbevölkerung und wehrt sich gegen die vereinfachende These vom Stadt-Land-Konflikt. Vor allem widerspricht er der Behauptung, dass Jusos und mit ihnen die streitbaren Frankfurter den Bezirk Hessen-Süd durch zu viel Theoriediskussion in eine Krise gestürzt hätten. Den Jungsozialisten wird häufig von konservativen Sozialdemokraten vorgeworfen, sie hätten viel zu wenig Bezug zur Basis, sie würden sich so in isolierte kleine Theorieklüppchen zurückziehen. Wenn Sie es an mir darstellen wollen, die Tatsache, dass ich hier stellvertretender Unterbezirksvorsitzender der SPD bin, in einem städtisch-ländlich durchmischten Unterbezirk und dass wir überhaupt ganz stark in der Partei verankert sind und demzufolge nie abgehoben von der Parteidiskussion und von der Wirklichkeit der Gesellschaft unsere Theorie hinter vier Wänden machen können. Viel Kritik an linken Sozialdemokraten richtet sich heute gegen Rudi Arndt, weil Rudi Arndt mit den Stimmen der Linken anstrebt, neuer Bezirksvorsitzender in Hessen-Süd zu werden. Herr Metzger geht so weit zu sagen, dass Rudi Arndt eben doch gesehen werden müsste als Repräsentant einer Stadt, die eigentlich unregierbar sei. Ja, dies ist kein neues Argument. Es wird aber auch dadurch nicht besser, dass es immer wiederholt wird. Ich finde, bei allem, was man an Rudi Arndt kritisieren kann, muss man sagen, dass es nur ganz wenige Politiker in der Bundesrepublik gibt, denen man überhaupt zutrauen kann, mit den ungeheuren Problemen der Stadt Frankfurt als einer Großstadt, wo ungeheuer viel aufeinanderstürzt, wo auch ungeheuer große Kapitalmassen bewegt werden, so fertig zu werden, wie er dies geschafft hat. Das Bild der Stadt, deren Verwaltungschef Rudi Arndt seit 1972 ist, war in den letzten Jahren stark von Zusammenstößen zwischen immer militanteren Demonstranten und Polizisten geprägt. Es ist noch gar nicht so lange her, dass sich südhessische Sozialdemokraten, vor allem Frankfurter Jungsozialisten, an Demonstrationen und Protestaktionen der außerparlamentarischen Linken beteiligt haben. Zum Beispiel, wenn es gegen Notstandsgesetze, gegen die Springerpresse, gegen den Krieg in Indochina, um den Protest gegen Fahrpreiserhöhungen oder auch darum ging, mit Häuserbesetzungen der von Grundstücksspekulanten vorangetriebenen Zerstörung von Wohnraum entgegenzutreten. Doch selbst im konfliktgewohnten Frankfurt ist eine Solidarisierung linker Sozialdemokraten mit außerparlamentarischen Aktionen selten geworden. Seit die APO weitgehend in rivalisierende kommunistische Kleingruppen zersplittert ist und seit auch Frankfurter Jusos sich in ihrer Mehrheit an einem Radikalitätsgrad orientieren, den Wähler äußerstenfalls noch akzeptieren könnten. Der linke Frankfurter Flügel ist ruhiger und damit für Rudi Arndt koalitionsfähig geworden. Nur die Probleme sind geblieben. Wie immer Rudi Arndt von seinen politischen Freunden und Gegnern eingeschätzt wird, die Tatsache, dass er Oberbürgermeister einer Stadt mit der größten Kapitalkonzentration der Bundesrepublik ist, wirft die Frage nach seiner politischen Selbsteinschätzung auf. In der Bundesrepublik gelten Sie als linker Sozialdemokrat. In Hessen selbst werden Sie oft von Linken innerhalb der SPD als Rechter angefeindet. Nun, das kann ich eigentlich nur darauf zurückgreifen, was Bebel gesagt hat. Wenn man von allen Seiten bekämpft wird, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass man in der Sozialdemokratischen Partei genau den richtigen Standort hat. Aber dazu muss man die besondere Situation der Partei in Hessen kennen. Und zwar nicht nur erst in den letzten 10 oder 15 Jahren, sondern
Hessen war schon, wer die Parteigeschichte liest, weiß das schon, zu Ende des vergangenen Jahrhunderts und auch Anfang dieses Jahrhunderts ein außerordentlich unruhiger Bezirk und stand, wenn man diese Geografie einmal zur Grundlage nimmt, immer schon wesentlich weiter links als die Gesamtpartei. Ich glaube, dass von der Gesamtpartei aus gesehen der Eindruck, dass der Oberbürgermeister Arndt links steht, durchaus richtig ist. Heidi Wieczorek-Zeul, die Bundesvorsitzende, und Klaus Fritsche, der Bezirksvorsitzende der Jungsozialisten, auf dem Weg zur entscheidenden Sitzung des südhessischen Bezirksvorstandes in der Frankfurter SPD-Zentrale, wo Albert Oswald als Parteivorsitzender gestürzt werden soll. 3,5 Monate nach der hessischen Landtagswahl spricht sich die große Mehrheit des Vorstands für Rudi Arndt aus. Albert Oswald hat zwar versprochen, auf eine Kampfkandidatur zu verzichten, falls der Vorstand ihn nicht länger zum Vorsitzenden haben wolle, aber im Vorfeld des Bezirksparteitages, der den neuen Vorsitzenden wählen muss, will er den Kampf noch nicht verloren geben und beruft den Beirat ein. Der Beirat, in dem Vertreter der konservativeren Unterbezirke das Sagen haben, stimmt mit knapper Mehrheit für Oswald. Aber der Beirat darf den Vorstand nur beraten. Der so beratene Vorstand tagt erneut. Nach 6-stündigen Verhandlungen gibt Oswald auf einer Pressekonferenz das Abstimmungsergebnis bekannt. Für Arndt 10 Stimmen, für Oswald 4, insgesamt 14 Stimmen. 2 Mitglieder des Vorstandes waren nicht anwesend. Damit ist Rudi Arndt Kandidat für den Parteivorsitz auf dem nächsten Bezirksparteitag. Herr Oswald, sind Sie enttäuscht, dass der Vorstand dem Votum des Beirats nicht gefolgt ist? Enttäuschung gibt es in der Politik nicht, das wissen Sie doch viel besser als ich. Ja. Dennoch steht Albert Oswald die Enttäuschung im Gesicht geschrieben. Eine Enttäuschung, die die Partei Linke ihm kaum ersparen konnte, nachdem sie beschlossen hatte, nicht nur in der Partei, sondern auch im Landesparlament Positionen zurückzuerobern, die unter dem Parteivorsitz des Ministerpräsidenten an den konservativen Flügel der hessischen Sozialdemokraten verloren gegangen waren. Denn im hessischen Landtag sind linke Abgeordnete, wie zum Beispiel Dorothee Vorbeck, innerhalb der eigenen Fraktion in der Minderheit und fühlen sich zunehmend politischem Druck von rechts ausgesetzt. Frau Vorbeck, welche Rolle spielt es bei Ihrer Arbeit im Landtag, dass Sie innerhalb der SPD zur Linken gehören? Das spielt eine große Rolle. Ich stelle fest, dass ich in meiner Arbeit in der Fraktion vor allen Dingen danach beurteilt werde, zu welchem Flügel innerhalb der Partei ich gehöre. Und obwohl ich auf einigen Gebieten durch die Arbeit in den vergangenen 4 Jahren einfach sehr fachkundig geworden bin und auch einiges gezeigt habe, wozu ich in der Lage bin, stelle ich fest, dass ich jetzt von der Fraktion, und zwar von der Mehrheit, von der rechten Mehrheit der Fraktion, voll abgeblockt werde, etwa auf dem sozialpolitischen Bereich, wo ich nicht wieder in den sozialpolitischen Ausschuss gewählt worden bin, nachdem ich in der vergangenen Legislaturperiode die Federführung für 2 entscheidende Gesetze, das Kindergartengesetz und das Spielplatzgesetz, gehabt habe. Dorothee Vorbeck muss sich aber nicht nur der politischen Angriffe ihrer rechten Fraktionskollegen in Wiesbaden erwehren. Auch Rudi Arndt hat manchen Versuch unternommen, die unbequeme Linke aus dem Frankfurter Parteivorstand zu verdrängen. Und 1974 gelang es ihr nur mit knappem Vorsprung, sich als Landtagskandidatin gegen die von Arndt favorisierte konservative Sozialdemokratin Ulla Illing durchzusetzen. Rudi Arndts gespaltenes Verhältnis zum linken Flügel seiner Partei bekam in einer Diskussionsveranstaltung auch der am 27. Oktober nicht ins Parlament gewählte Landtagskandidat Klaus Sturmfels zu spüren. Der Hintergrund: Jugendliche hatten auf der Suche nach einem Jugendzentrum ein seit 2 Jahren leerstehendes Haus besetzt, das der Stadt gehört. Auf Arndts Befehl waren sie gewaltsam aus dem Haus entfernt worden. Obwohl auch Sozialdemokraten gegen das Vorgehen der Polizei protestierten, verurteilt Arndt die Aktion der Jugendlichen pauschal als Anti-SPD-Manöver des kommunistischen Bundes KBW. Steht eindeutig fest, dass dieser Konflikt vorher vom KBW gesucht worden ist. Ja, da steht fest. Schaut euch doch das alles mal an. Die Flugblätter waren ja zum Teil schon vorher gedruckt. Damit steht auch fest, dass der KBW bewusst versucht hat, hier Kinder zu manipulieren. Dass das, also milde gesagt, dumm ist, das musst du doch sehen. Pass auf, dass du dein Hemd am Ende der Veranstaltung noch anhast. Der klaut dir das unter deinem Pullover weg. Nun merkst du das. Thank you.
neben mir sitzt, mein Genosse Rudi Arndt ist. Ich werde mich nicht beteiligen an Verunglimpfungen von Genossen, mit denen ich zusammenarbeiten will und die ich per demokratischer Willensbildung davon überzeugen will, zu anderen Entschlüssen zu kommen. Linke sollten sich nach Meinung dieser Landtagsabgeordneten durch die Fähigkeit ausweisen, ihre Erkenntnisse aus einer kritischen Gesellschaftsanalyse möglichst mit ihren politischen Entscheidungen in Einklang zu bringen. Ich meine, dass innerhalb der SPD beispielsweise Positionen, die eine gesellschaftliche Analyse von marxistischer Sicht her artikulieren, es immer schwerer haben und auf immer größeren Widerstand stoßen. Obwohl im Godesberger Programm, auf das man sich ja doch in dieser Partei sehr gerne und zu Recht beruft, darauf hingewiesen wird, dass es eben unterschiedliche Zugänge zur sozialdemokratischen Partei und zur sozialdemokratischen Politik gibt, darunter natürlich auch, und das ist bei der Tradition und Geschichte dieser Partei an sich eine Banalität, natürlich auch den Zugang vom Marxismus her. Und ich halte es für außerordentlich wichtig, dass gerade dieser Zusatz, dieser Zugang zur gesellschaftlichen Analyse deutlich gemacht wird, weil ich ihn auch für den einzig zutreffenden halte, womit eben gleichzeitig klar wird, warum und dass ich zur Linken in dieser Partei gehöre. Frau Vorbeck, es gab mal eine Zeit, da galt Hessen Süd als der Vorreiter innerhalb der sozialdemokratischen Partei bei allem, was soziale Reformen, Reformvorstellungen überhaupt anging. Manche sprachen von der großen Zeit des Bezirks Hessen Süd. Ist diese Zeit vorbei? Ja, wir können feststellen, dass eine Reihe von programmatischen Aussagen und Aussagen zur praktischen Politik der SPD in Frankfurt und in Hessen Süd entwickelt worden sind. Und das ist völlig zu Recht einmal so gewesen, dass man sagte, Hessen Süd ist Vorreiter innerhalb der SPD. Einmal ist es natürlich eine andere Situation, wenn man eine regierende Partei ist, wie die SPD das jetzt auf allen Ebenen ist, auch auf Bundesebene. Und von daher das Problem nicht mehr nur darin besteht, die richtigen Konzepte zu entwickeln, sondern vor allen Dingen die Rahmenbedingungen, die Bedingungen, unter denen auch Sozialdemokraten, selbst wenn sie eine parlamentarische Mehrheit haben, Politik machen müssen. Seit die SPD auch in Bonn regiert, gibt es auf ihren Bundesparteitagen tatsächlich nur noch selten spektakuläre Anträge aus Hessen Süd, wie sie in der Vergangenheit die Regel waren. Günter Metzger, einer von insgesamt 16 Bundestagsabgeordneten aus Hessen Süd, ist darüber kaum betrübt. Ihn interessiert vielmehr, wie sich das, was immer noch an linken Anträgen aus Hessen Süd kommt, in der Fraktion niederstimmen lässt. Und hier gibt es Konflikte. Diese Konflikte werden in der Fraktion ausgetragen. Und am Ende dieser Diskussionen, die teilweise heftig geführt werden, gibt es Abstimmungen in der Fraktion. Und die unterliegende Minderheit unterwirft sich der Entscheidung der Mehrheit. Auch der SPD-Bundesvorsitzende Willy Brandt äußert sich nur zögernd über die Bedeutung eines Bezirks, der in Oppositionszeiten so etwas wie das gute Gewissen der Partei war. Würden Sie sagen, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass es Bezirke in der SPD gibt, die in dem Drängen auf Reformen, auf gesellschaftliche Veränderungen vielleicht etwas weitergehen als andere? Ich bin zunächst natürlich einmal daran interessiert, dass die SPD möglichst geschlossen erscheint. Die Bürger nicht überfordert. Aber ich bin auch immer der Meinung gewesen, die SPD muss eine geistig regsame Partei bleiben. Nun müssen es nicht immer einzelne Bezirke sein, die anderen voranmarschieren. Das Ringen der Meinungen vollzieht sich natürlich innerhalb jeder einzelnen regionalen Gliederung. So ist es natürlich in Wirklichkeit in Hessen Süd auch. Aber im Grunde sage ich ja, wenn man weiß, dass es darauf ankommt, Dinge nach außen geschlossen und einheitlich und so überzeugend wie möglich zu vertreten, dann muss es im Innern immer wieder die Herausforderungen derer geben, die manchmal eben schon nicht mehr nur an morgen, sondern auch an das Übermorgen denken. Auf einer Konferenz in Nürnberg finden sich jene, die ans Morgen und jene, die schon ans Übermorgen denken, in der Verabschiedung eines kommunalpolitischen Grundsatzprogrammes zusammen, an dem Rudi Arndt federführend mitgearbeitet hat. Und Willy Brandt spart nicht mit Lob für die Mitarbeit der Jusos, die aus der Sicht der Gesamtpartei die gleichen politischen Positionen vertreten wie die Linken aus Hessen Süd. Ich war und bleibe auch der Meinung, dass wir die Kritik der Jungen nicht überhören dürfen, selbst wo wir sie uns nicht zu eigen machen können. Dass wir sie, die Jungen, in die Jüngeren, in die Gesamtverantwortung einbeziehen müssen, je eher, umso besser. Deshalb will ich bei manchem Streit dieser Tage, aus dem ich mich auch nicht aussparen kann, gerade hier darauf hinweisen,
dass es Jungsozialisten waren, die in den Diskussionen mit sozialdemokratischen Kommunalpolitikern auf ihrer Mannheimer Arbeitskonferenz jene Arbeit wesentlich mit angeregt haben, die hier auf dieser Bundeskonferenz ihren Niederschlag findet. Die Entwicklungen im Städtebau, Verkehrswesen, in der Bodenpolitik, im Umweltschutz haben bewiesen, dass rein pragmatische Lösungen verhängnisvoll sind. Ohne weitreichende gesellschaftspolitische Ziele, ohne Grundsätze und ohne Grundsatztreue kann man erfolgreiche Kommunalpolitik nicht betreiben. Dabei sind Kommunalpolitiker nüchtern genug, um zu wissen, dass die Theorie nur dann richtig ist, wenn sie in die Praxis umgesetzt werden kann. Deshalb haben wir im Programmentwurf deutlich gemacht, dass Kommunalpolitik als Gesellschaftspolitik sich eben vordringlich an der Daseinsbasis, also in den Gemeinden, konkretisiert. Nun ist gerade in Frankfurt diese Daseinsbasis, von der Rudi Arndt gesprochen hat, kein kommunalpolitisches Ruhmesblatt. Das Frankfurter Westend ist bundesweit zum Symbol dafür geworden, was mit einem Stadtteil geschieht, wenn finanzstarke Unternehmen mit Hilfe skrupelloser Grundstücksspekulanten die Wohnbevölkerung systematisch vertreiben. Denn die Sondergenehmigungen, die zur Zerstörung ganzer Häuserblocks und Straßenzüge führten, erteilten sozialdemokratische Stadtväter. Und angesichts der andauernden Abhängigkeit der Kommunen vom Kapital privater Unternehmer und Konzernherren dürfte Arndts optimistische Berufung auf das neue kommunalpolitische Grundsatzprogramm einer Art professionellem Zweckoptimismus entspringen. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie durchs Frankfurter Westend gehen? Ich glaube, dass jedem, der sich das betrachtet, weiß, dass diese Häuser normalerweise noch vermietet sein können, damit klar wird, dass wir unbedingt diese Dinge von der Politik her in den Griff bekommen müssen. Und zwar in der Form, dass a, die Politiker sich darüber im Klaren sind, dass sie alles, was in dieser Hinsicht geschieht, von Anfang an verhindern müssen. B, dass sie aber auch die gesetzlichen Möglichkeiten haben, um so etwas zu verhindern. Dieses Grundsatzprogramm ist ja maßgebend mit aus den Erkenntnissen, die hier in Frankfurt zutage getreten sind, formuliert worden. Ich würde sagen, wenn die Forderungen des kommunalpolitischen Grundsatzprogrammes verwirklicht gewesen wären, vor 15 oder vor 10 Jahren, wäre das, was wir jetzt hier sehen, nicht geschehen. An einer Stelle des von Arndt zitierten Grundsatzprogramms heißt es, sozialdemokratische Kommunalpolitik habe dafür zu sorgen, dass die Interessen der Mehrheit der Gemeindebürger den Vorrang vor dem privaten Vorteil einer Minderheit hätten. Ein Stück revolutionäre Utopie. Nur von den Frankfurter Geisterhäusern war auf dem Taunussteiner Bezirksparteitag nicht die Rede. Wohl aber von Geisterzügen, auf die, so Ministerpräsident Oswald, niemand in der SPD warten solle. Diese Sozialdemokratie, und dies müssen wir wissen, ist kein Wartesaal für Reisende, die auf Geisterzüge zu mancherlei revolutionärem Gefecht warten. Wer revolutionären Gesellschaftsutopien nachjagen will, hat in der deutschen Sozialdemokratie keinen Platz, Genossinnen und Genossen. Die marxistische Gesellschaftsanalyse ist nur eine mögliche Methode zur kritischen Aufhellung von Teilaspekten der gesellschaftlichen Realität. Ihre Anhänger haben in der Sozialdemokratie keinen alleinigen Anspruch auf ein sozialistisches Erkenntnis- oder Wahrheitsmonopol. Daneben stehen christliche Ethik, Humanismus und Philosophie als gleich legitime Begründungen für die Grundwerte sozialdemokratischen Wollens, nämlich Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Natürlich wird an dieser oder jener Stelle ein Schlagwort oder ein linkes Schlagwort gebraucht. Aber Genossinnen und Genossen, wenn dann so von der Frage des Absolutheitsanspruchs der Marxisten gesprochen wird, darf ich erstens sagen, wer darüber redet, der weiß nicht, was Marxismus ist. Denn Marxismus heißt ja gerade aufgrund bestehender realer gesellschaftlicher Positionen und Verhältnisse jeweils die entsprechende Politik zu vertreten. Und im Übrigen wundert es mich, Genossinnen und Genossen, die meisten von unseren Vätern,
sind 1933 mit unter dem Schlagwort Marxisten in die Zuchthäuser und Konzentrationslager hineingeschickt worden. Dann sollen wir uns eigentlich immer schämen, was unsere Politik und unsere Geschichte ist. Da soll die Schul- und Bildungspolitik daran schuld sein, dass wir nicht so gut abgeschnitten haben. Das heißt, zu viel Hektik, zu viel Experimentierlust und zu viel Übereifer. Na, gilt das nicht auch für die Gebiets- und Verwaltungsreform? Gilt das nicht für einige andere Bereiche? Genossinnen, Genossen, ich hatte eine harte Auseinandersetzung mit Ludwig von Friedeburg 71 über die Frage, was geht und was noch nicht geht. Ich hatte eine harte Auseinandersetzung, aber er hat das auch durchaus gesehen und mitgemacht. Aber alle Schul- und Bildungspolitik, die er vertreten hat, die war doch durch Beschlüsse dieser Partei, dieser Fraktion und dieser sozialdemokratischen Regierungsmitglieder festgelegt. Ein Genosse hat sich allerdings deutlich zu dieser Frage geäußert, zu der Frage, was mit Ludwig von Friedeburg sei und werden solle, ein Genosse aus Darmstadt-Land. Und er hat den Genossen Ludwig von Friedeburg in einer für den Urheber selbst peinlichen und hämischen Weise zum Abschuss freigegeben. Genossinnen und Genossen, ich meine den Genossen Günther Metzger. Was hätte Günther Metzger mit Partei Linken inszeniert? Was wäre ihm alles eingefallen, wenn jemand von der Partei Linken die Verhandlungsposition der SPD in einer solchen Weise untergraben hätte, wie das Günther Metzger getan hat? Kein Zweifel, gemessen an Albert Oswald ist Rudi Arndt ein Linker. Möglicherweise wäre der reformfreudige Kultusminister von Friedeburg unter seiner politischen Führung nicht zum Abschuss für die Parteirechte und den freidemokratischen Koalitionspartner freigegeben worden. Das Arndts Bündnis mit der Linken, dem Bezirk allerdings in naher Zukunft die erhoffte politische Stabilität zurückbringt, ist keineswegs sicher. In Taunusstein, wo die wichtigsten Entscheidungen von prominenten Delegierten am Rande des Parteitags ausgehandelt wurden, zeigte dieses Bündnis bereits erste Risse. Bevor der neue Bezirksvorstand im dritten Wahlgang endlich gewählt war, musste mancher Kompromiss geschlossen werden. Dorothee Vorbeck gehört dem Bezirksvorstand nicht mehr an. Metzger, werden Sie Ihre frühere Aversion gegen Rudi Arndt als Vorsitzenden neu überdenken, nachdem er nun gewählt worden ist? Wir sind eine demokratische Partei und wir sind selbstverständlich auch bereit, Mehrheitsentscheidungen zu respektieren. Das gilt für mich auch und wir werden und ich selbst werde auch diese Mehrheitsentscheidung, die gestern getroffen worden ist, respektieren. Frau Vorbeck, war der Konflikt Vorbeck-Arndt nur übertüncht und wird er jetzt eventuell wieder neu aufbrechen? Es wird nicht an mir liegen, aber so wie ich unsere gemeinsame Vergangenheit kenne, rechne ich damit, dass er auf keinen Fall in Frankfurt hiermit endgültig erledigt ist. Es ist hier ziemlich auf Spitz und Knopf gegangen. Es ist aber im Ganzen dazu gekommen, dass das Spektrum des Bezirks Hessen-Süd jedenfalls im Vorstand erhalten geblieben ist. Herr Metzger, Integration zwischen Rechten und Linken im Bezirk, ist in Ihren Augen überhaupt möglich? Sie kennen ja meine Auffassung, dass ich diese Schlagworte von rechts und links für Unsinn halte. Das gilt auch hier für diesen Bezirk Hessen-Süd. Wenn Rudi Arndt hier im Bezirk als links gilt, dann wird er in Frankfurt als rechts bezeichnet. Und das gilt für andere ganz genauso. Nehmen wir das Beispiel Bodenrechtsreform und das kommunalpolitische Grundsatzprogramm. Gibt es da zum Beispiel zwischen Rechten und Linken in Hessen-Süd Streitpunkte? Nun, es gibt auch in dieser Frage durchaus noch Auseinandersetzungen, weil es innerhalb des linken Flügels natürlich welche gibt, die sind der Auffassung, dass das, was jetzt allgemeine Auffassung innerhalb der Partei ist, noch nicht weit genug geht. Man sollte danach sehen, was in der Gegenwart notwendig ist und in der Gegenwart durchsetzbar ist. Und da scheint mir, dass das Grundsatzprogramm ein ganzes Stück über den jetzigen Zustand hinausführt und dass man eine ganze Menge Missbrauch mit ihm eindämmen und zurückdrängen kann. Ich bin der Meinung, dass das kommunalpolitische Grundsatzprogramm eine gute Grundlage ist, die Kommunalpolitik weiterzutreiben und auch auszubauen für unsere Partei. Und ich glaube, dass auf der Grundlage dieses Programms auch eine Verständigung möglich ist. Die meisten Delegierten kamen aus Frankfurt, dem mit 14.000 Mitgliedern stärksten Unterbezirk von Hessen-Süd. Von ihnen erhielt Rudi Arndt die größte Unterstützung. Dennoch gibt es gerade auch hier Bedenken,
dass die politische Arbeit in Hessen Süd unter dem neuen Vorsitzenden für die Partei Linke eher schwieriger werden könnte. Diese Kandidatur Rudi Arndt hat in einem Zeitpunkt stattgefunden, als es einen massiven Rechtstrend in der Gesamtgesellschaft, in der Gesamtpartei und natürlich auch in der Frankfurter und der hessischen SPD. Und da war schon diese Kandidatur und der Sieg von Rudi Arndt ein Abflachen dieses Rechtstrends. Ich glaube, insofern mussten das auch Linke positiv sehen. Es ist ja festzustellen, dass hier in Hessen Süd an der Person Dorothee Vorbeck sich etwas erfüllt hat, was in Frankfurt schon laufen sollte. Nämlich nicht mehr in den Vorstand, nicht mehr in den Vorstand gewählt zu werden. Und Dorothee ist, wenn man das so will, mit ihrer inhaltlichen Position, nicht als Person, sondern mit ihrer inhaltlichen Position so auf diesem Altar des Kompromisses geopfert worden. Ich glaube, das muss die Linke von Frankfurt feststellen. Und ich glaube, dass darüber muss die Linke von Frankfurt auch noch diskutieren, dass hier auf der Bezirksebene etwas zu Ende geführt worden ist, was in Frankfurt angefangen hat, nämlich die Linke, die Linke möglichst ins Abseits zu drängen. Das sage ich mal ganz radikal, wenn man so will, dass man davon ausgehen muss, dass die Linke in Zukunft eine Minderheitenpolitik machen wird in der Partei. Ihr Problem wird darin bestehen, sich als Minderheit zu qualifizieren und von da aus überhaupt einen neuen Ansatz zu finden. Auch Linke müssen Kompromisspolitik machen. Nur sie muss eine bewusste sein. Ja, man muss wissen, wo sie hinführen soll. Und das läuft bislang bei uns nicht und macht sich dann meistens an so Personalkompromissen fest. Linke müssen dann Kompromisspolitik machen, wenn ausgewiesen werden kann, dass durch diesen Kompromiss noch bestimmte linke Positionen gerettet werden können. Aber dieses Ausweisen, das fehlt mir. Mir erscheint es hier, dass auf diesem Parteitag Kompromisspolitik gemacht wird, um der Kompromisspolitik willen oder um bestimmte personelle Positionen abzusichern. Die Jungsozialisten haben auf diesem Bezirksparteitag zwar Rudi Arndt gewählt, doch befürchte ich, dass unsere Arbeitsbedingungen unter einem Bezirksvorsitzenden Rudi Arndt schwerer sein werden als unter Albert Ostwald. Zu Beginn unseres Berichts hatten wir Arndt gefragt. Wird Hessen Süd nach dieser Wahl der linkeste Parteibezirk der SPD in der Bundesrepublik bleiben? Und Rudi Arndt hatte geantwortet. Es kommt darauf an, was man unter links und was man unter halblinks oder linke Mitte versteht. Ich bin sicher, dass der Bezirk Hessen Süd, der sich insbesondere im letzten Jahr auch als der Bezirk der Integration erwiesen hat, seine Rolle in der Partei weiterspielt. Ob diese Rolle in der Zukunft jene alten Konturen zurückgewinnt, die Hessen Süd einst zu einem politisch gewichtigen und wegweisenden Vorreiter innerhalb der Gesamtpartei werden ließen, wird weitgehend davon abhängen, wie schnell es den Genossen unter ihrem neuen Vorsitzenden gelingt, sich wieder mehr mit politischen Sachproblemen und weniger mit dem Streit um Personen zu beschäftigen.